Zu den fünf persönlichen Planeten kommen nun zwei sogenannte gesellschaftliche Planetenkräfte, Jupiter und Saturn. Das heißt, diese Planeten zeigen an den Umgang mit Autoritäten. Jupiter und Saturn können beide dazu beitragen, dass du selber eine Autorität wirst. Jupiter steht bei Mozart in dem wiederum künstlerischen Zeichen Waage. Waage und Venus haben eine Beziehung zueinander. Das heißt, Entwicklungspotenzial, das auch gesellschaftlich relevant werden wird, ist in dem durchaus der Musik oder der Poesie oder der Malerei zugeneigten Zeichen Waage naheliegend. Noch dazu steht der Jupiter relativ weit vorn im Horoskop, im zweiten Haus. Und im zweiten Haus finden wir zum Beispiel Ressourcen, Fähigkeiten, Werte eines Menschen. Saturn steht bei Mozart ebenfalls im Zeichen Wassermann. In der Nähe der Sonne, so dass wir jetzt bereits einen vierfachen Wassermann haben. Sonne Saturn ist eine Konstellation, wenn diese Planeten sich verbinden, die sehr viel von väterlicher Autorität sprechen. Sonne, Symbol für den Vater, Saturn, Symbol für einen manchmal auch strengen Lehrmeister. Und wer sich mit Mozarts Biografie schon mal näher beschäftigt hat, weiß, dass die Rolle seines Vaters eine unglaublich wichtige war, wenn auch nicht immer einfache. Ab Mozarts Erwachsenenalter gab es da durchaus auch Spannungen, weil natürlich der Wassermann sehr viel Freiheit und Ungebundenheit braucht, während Sonne-Saturn ein Vaterverhältnis ausdrückt, wo der Vater eben gerne die Autorität bleiben möchte und vielleicht auch ganz gern anschaffen möchte, wo es lang geht. Da rebelliert dann die luftige, ungebundene, freiheitliche Kraft des Wassermanns. Das haben wir erlebt. Mozart ist deswegen von Salzburg möglichst bald weggegangen und ist dann nie wieder zurückgekehrt und hat die letzten Lebensjahre seinen Vater auch kaum mehr gesehen. Es werden immer mehr Planeten. Vielleicht ganz kurz noch, was sind denn diese Planeten eigentlich? Die Planeten sind innere Triebkräfte. In der Psychologie sagen wir auch Teilpersönlichkeiten. Und diese Teilpersönlichkeiten können durchaus verschiedener Natur sein. Das sehen wir eben im Horoskop so offensichtlich, dass wir verschiedenste Anteile haben. Wie wirken die zusammen? Wie arbeiten die zusammen? Das sehen wir erst später, wenn wir im Horoskop die sogenannten Aspekte einzeichnen, das heißt Linien, Verbindungen zwischen den Planeten. Die uns dann Energiebahnen aufzeigen, wie die verschiedensten Persönlichkeitsanteile zusammenwirken, ob angespannt, ob harmonisch, ob es Talente ergibt, die relativ leicht verbunden werden können und so weiter. Wenn wir nun auf das Bild blicken, sehen wir neben den jetzt schon eingezeichneten Planeten Sonne, Mond, Venus, Mars, Merkur, Jupiter und Saturn drei weitere sogenannte transsaturnische Planeten, die jenseits von Saturn im Kosmos ganz langsam ihre Runden drehen. Das sind die drei
gesellschaftlich wichtigen, auch für Generationsprägungen wichtigen Planeten Neptun, Uranus und Pluto. In der Astronomie wurde Pluto zum Kleinplaneten degradiert. In der Astrologie gilt er als eine der mächtigsten Energien, auch wenn der Planet an sich nicht besonders groß ist. Das spielt in der Astrologie kaum eine Rolle. Zudem sehen wir noch am Aszendenten ein symbolisches Zeichen, das ausschaut wie so ein kleiner Kopfhörer. Das ist kein Planet, das ist jetzt auch eine Achse, ein Berechnungspunkt, nämlich der sogenannte Mondknoten. Gegenüber wäre der absteigende Mondknoten, der hier nicht eingezeichnet ist. Man weiß einfach automatisch, der liegt gegenüber. Das ist eine Berechnungsebene, die Sonne und Mondbahn zusammenbringt und die sehr viel mit karmischen Prägungen zu tun hat. Im letzten Bild hatten wir gesehen, dass zu den persönlichen und gesellschaftlichen Planetenkräften nun drei kosmische und äußerst tief und oft auch geheimnisvoll wirkende Kräfte dazukommen: Neptun, Uranus und Pluto. Und wenn ihr mal schaut auf das Horoskop von Mozart, dann seht ihr, dass der Pluto, der unten im Zeichen Schütze steht, direkt neben dem Mond steht. Und wenn nun Pluto, Neptun oder Uranus ganz in der Nähe von persönlichen Planeten stehen oder zu ihnen exakte Aspekte bilden, dazu dann später, dann können wir davon ausgehen, dass diese Kräfte auch im Alltagsleben, in den persönlichen Beziehungen oder in dem Arbeitsumfeld dieser Menschen von hoher Bedeutung sein werden. Pluto ist der Planet der Transformation, der Tiefe, der Intensität. Und wenn der nun beim Schützemond steht, der Mond ist ja das innere Kind des Horoskopeigners, der Mond ist sozusagen der Kern seines Gefühlslebens, der Mond hat ganz viel damit zu tun, wie er sich wohl und geborgen fühlt. Wenn da nun der Pluto steht, dann sehen wir sofort eine tiefe Herausforderung nach gefühlsmäßiger, leidenschaftlicher Dichte und Intensität, aber auch sich emotional mit dem Thema Loslassen und Tod zu beschäftigen. Deswegen ist es sicherlich nicht erstaunlich, dass Mozarts geheimnisvolles und unvollendetes letztes Werk, das Requiem, ist, eine Totenmesse. Diese Symbolik von Mond Pluto in der Religion zugeneigten Zeichen Schütze ausdrückt. Aber wir haben natürlich auch viele andere Werke von Mozart, die durchaus nicht nur lustig, nett und oberflächlich sind, sondern die große Gefühlstiefe haben, die sich immer wieder mit existenziellen Themen beschäftigen. Ein Beispiel nur neben dem Requiem, die Oper Don Giovanni, wo es auch Szenen auf dem Friedhof gibt, wo der Komtur als Geist erscheint und Don Giovanni am Ende dramatisch stirbt
und an seinen überhöhten Vorstellungen ans Leben scheitert. Also das sind Werke, die diese plutonische Grundenergie, die ganz tief unten in Mozarts Horoskop zu finden ist, beweist und aufzeigen kann. Das nächste Bild. Jetzt sind alle Planeten beieinander, übrigens noch mit zwei zusätzlichen Symbolen, Chiron, ein Kleinplanet, und Lilith, ein weiterer Berechnungspunkt. Diese beiden Kräfte sind eigentlich keine offiziellen Planeten, werden aber von vielen Astrologen seit ca. 50 Jahren benutzt, sind also modernere Deutungstechniken, auf die ich dann mal eigens eingehen werde. Auch sie sind besonders wichtig, wenn sie an Achsenpunkten stehen, Aszendent, MC oder einer dieser vier Achsenpunkte, oder wenn sie in ziemlich direkten Kontakt mit persönlichen Planeten kommen, etwa in Planetenhäufungen oder Ballungen stehen. Was wir aber jetzt auch sehen, sind die ersten farbigen Linien. Die sogenannten Aspekte. Sie verbinden nun Planetenenergien, zum Beispiel unten seht ihr Mond, Pluto. Beide Planeten in Schütze werden durch eine blaue Linie mit dem Jupiter verbunden. Blau heißt immer, da ist ein relativ einfacher, ungestörter Energiefluss, der zwar entwickelt werden muss, aber wo der Horoskopeigner sehr schnell lernen kann, wo ihm Talente relativ bald zur Verfügung stehen. Das sind so Sachen, wo man das Gefühl hat, jemand lernt und es fällt ihm leicht. Es gibt wenig Widerstände. Auch blaue Verbindungen sehen wir zum Beispiel zwischen Chiron und Uranus, eine kürzere blaue Linie, ein sogenanntes Sextil, Uranus in Fische, Chiron weiter unten in Steinbock stehend. Da, wo das fünfte Haus beginnt. Und Chiron hat auch eine blaue Verbindung zum Mondknoten am Aszendenten. Nachdem Chiron für Heilerenergien steht und der Mondknoten karmische Themen aufwirft, könnte man davon ausgehen, dass diese Person in einem eventuell früheren Leben schon mal sich mit den Themen Heilung auf irgendeine Weise auseinandergesetzt hat. Und ihr wisst ja, Mozart ist nicht nur Künstler gewesen, sondern seine Musik gilt als besonders unterstützend bei Heilungsprozessen, sogar als besonders positive Wirkungen erzielend bei Tieren und bei Pflanzen. Also Mozarts Musik hat ein ganz weites Wirkungsspektrum. Dies sind jetzt nur die ganz exakten Aspekte gewesen, aber noch nicht alle. Im nächsten Bild seht ihr plötzlich noch einen grünen Aspekt dazu.
Die blauen, haben wir schon gesagt, sind relativ leicht zu formende Verbindungen. Die roten habe ich vergessen zu benennen. Die roten sind in gewisser Weise konflikthafte Verbindungen, die stark herausfordernde Prozesse anzeigen, die allerdings auch zu sehr hohen Energien und Kräften führen können, wenn der Mensch verantwortungsvoll und vielleicht auch lange damit ringt. Die Grünen sind so eine Art Suchprozess. Diese Verbindungen werden manchmal gemieden von Menschen. Man hat manchmal das Gefühl, ja, das hat mit mir doch nichts zu tun. Also die können auch als Projektionen erlebt werden, dass man andere beobachtet, die solche Themen haben. Und bei Mozart sehen wir da einen deutlichen grünen Verbindungsaspekt zwischen Mars und Sonne Saturn. Sonne Saturn haben wir schon einmal als Vaterthema benannt. Mars führt häufig zu Konkurrenz- und Konfliktthemen und tatsächlich hat Mozarts Vater seinen Sohn, je älter er wurde, desto mehr als Konkurrenten betrachtet und irgendwie damit umgehen müssen, dass sein Sohn als Komponist wesentlich fortgeschrittener und natürlich auch bekannter wurde als er selbst. Da sehen wir also eine Thematik, wie Mozart aufgefordert war zu erkennen, dass hier eine gewisse Problematik vorliegt und wie er damit umgegangen ist. Bei grünen Aspekten zeigen sich leicht auch Verdrängungsprozesse und das ist immer wieder festzustellen, dass Mozart sich da gerne ein bisschen rumgewunden hat und lange Zeit einfach geschwiegen hat, es ignoriert hat. Ganz typisch für diese grünen Aspekte. Die langen grünen nennt man Quincunxe, die kleinen grünen Halbsextile. Die roten im Übrigen nennt man, wenn sie kürzer sind, Quadrate und wenn sie länger sind, Oppositionen, Gegenüberstellungen. Die Aspekte werden berechnet nach Teilungen des 360-Grad-Kreises durch 12. Also es sind Aspekte, die mit 30, 60, 90, 120, 150, 180 Grad zu tun haben. Nun aber weiter. Zum nächsten Bild. Jetzt ist das Horoskop vollständig. Wir haben nun alle Aspekte, auch die nicht ganz so exakten, eingezeichnet. Es gibt also so einen gewissen Orbis, nennt man das, also einen gewissen Unschärfegrad, wo Aspekte noch gerechnet werden, noch benutzt werden. Auch das macht jeder Astrologe ein bisschen anders. Und wenn ihr nun das ganze Horoskop euch anschaut, dann seht ihr auch sogenannte Aspektfiguren. Das heißt, die Aspekte bilden nun geometrische Figuren. Zum Beispiel seht ihr ein deutliches Dreieck. Dreiecke sind immer ganz starke Lernfiguren. Ihr seht Strichfiguren, die sozusagen als einzelne Striche durch das Horoskop gehen. Das sind sehr vorantreibende, aktivierende, energetisch hochfordernde Aspekte. Und es gibt manchmal auch vier oder fünf Ecke, was wir jetzt in diesem Horoskop zumindest am ersten Blick nicht wahrnehmen können.
Und diese Figuren werden besonders in der sogenannten Huber-Schule, eine Schweizer Astrologieschule, werden gedeutet und werden auch von ihrer Bildhaftigkeit interpretiert. Aber auch das würde jetzt in diesem Video zum Aufbau eines Horoskopes zu weit führen. Dennoch könnt ihr mal einen intuitiven Blick drauf werfen und dann werdet ihr auf jeden Fall sofort sehen, hier ist eine ganz große Vielfalt. Fast alle Ecken des Horoskops sind besetzt mit Planeten. Es ergeben sich sehr viele Verbindungen. Alle Elemente sind angesprochen. Alle Farben von Aspekten sind vorhanden. Also wir sehen hier viele Herausforderungen, viele Möglichkeiten, Potenziale zu verbinden, zu entwickeln, zu entfalten. Und Mozart war ja nicht nur ein musikalisch äußerst genialer Mensch, sondern er war vielseitig interessiert. Er hat sich auch mit Religion, mit Philosophie, mit Literatur beschäftigt. Hatte auch zwei Söhne, eine Ehe, war gleichzeitig auch noch ein Mensch, der viele Freundeskreise und Geschäftsbeziehungen hatte, der unglaublich viele Länder kennengelernt hat. Also in diesem kurzen 35-jährigen Leben von 1756 bis 1791 hat Mozart vielleicht so viel erlebt und erforscht und kreativ geschaffen wie ein anderer zwei bis drei oder noch mehr Leben dafür brauchen würde. Zum Schluss nochmal ein längerer Blick auf Mozarts Horoskop mit Musik von ihm. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr Fragen zu diesem Horoskop oder zum Aufbau eures eigenen Horoskops habt, wendet euch bitte gerne an mich. Meine Mailadresse steht in den Shownotes unten drunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.